Claudia Javici ist tot. Mit 28 Jahren starb Tim Bergling, der er mit bürgerlichem Namen hieß, am Freitag in Maskat, der Hauptstadt des Oman. Die Todesursache ist der schwedischen Polizei mittlerweile bekannt, jedoch werden die Informationen vorerst vor der Öffentlichkeit zurückgehalten. Time, die Dokumentation, True Stories, die 2017 produziert und am 31. März 2018 auf Netflix veröffentlicht wurde, zeigt den kometenhaften Aufstieg des Star DJs, aber auch die Schattenseiten seiner Musikkarriere. Time Avicii zählte zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Mit Levels gelang ihm 2011 der Durchbruch. Er arbeitete unter anderem mit Chris Martin, Coldplay, Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Madonna zusammen. Time, True Stories zeigt einen Tim Bergling, wie ihn nur wenige kannten, einen schüchternen Teenager aus Schweden, der bis zu seinem 17. Lebensjahr kaum aus seiner Heimat rauskam und eigentlich gar nicht in diese schillernde Welt aus exzessiven Partys und durchzechten Nächten passte. Time, es ist eine Doku, die eigentlich nur ein Kapitel in Aviciis Leben schließen sollte. Doch mit dem Tod des Musikers erhält sie einen eigenartigen Beigeschmack. Time, H3, mein Leben war eine einzige Party, H3. Time, zu Beginn seiner Doku sagt Avicii, die ersten 4, 5 Jahre war alles super spannend. Es war ein Kick, wie beim Fallschirmspringen. Da spielt man damit, dem Tod nahe zu kommen. Und auf der Bühne spielt man damit, etwas Besonderes zu sein, akzeptiert zu werden. Time als Teenager beginnt Avicii damit, im Keller eines Freundes als DJ herum zu experimentieren. Bis tief in die Nacht analysiert er Tracks bekannter DJ-Größen und Musiker. Bis er mit 17 schließlich selbst entdeckt wird. Time, ein Produzent verspricht ihm damals: Such dir jeden erfolgreichen DJ in Schweden, egal wen, und ich verspreche dir, in einem Jahr ist dein Name noch bekannter. Time, mittlerer Punkt. Avicii war ein Musikgenie, ein Ausnahmetalent, dazu blutjung und wahnsinnig ehrgeizig. Seinen ersten Gig spielte er 2008 vor 3 Leuten. Es folgten weitere kleinere Auftritte in diversen Clubs. Time, mittlerer Punkt. Mit dem Song, Levels, ging es dann 2011 rasant nach oben, aus einem Clubsong wurde ein Welthit und der Beginn einer Megakarriere. Time, von 2008 bis 2012 spielte Avicii 550 Shows auf der ganzen Welt. Avicii über diese Zeit: Ich war jung, ich war Single und mein Leben war eine einzige Party. Time, der schüchterne Tim begann Alkohol für sich zu entdecken, am Anfang habe ich mich nicht getraut, zu trinken. Doch dann habe ich gemerkt, dass ich mit ein paar Drinks lockerer wurde. Letztendlich hat es mir geholfen, die Shows durchzustehen. Time, H3, ich war ständig wie zugedröhnt. H3. Time, 2012 wurde er von der Wirklichkeit eingeholt. Auf dem Weg zu einem Gig in Australien bekam Avicii starke Magenschmerzen, wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Diagnose, Bauchspeicheldrüsenentzündung. Time, Zeit sich zu erholen hatte er nicht. 2013 schlug sein neuer Hit, Wake Me Up, an wie eine Bombe. Avicii stand wieder auf den großen Bühnen. Doch schnell folgte der nächste Krankenhausaufenthalt, Blinddarmdurchbruch, Gallenblasenriss. Time, Avicii nahm starke Medikamente, setzte seine Tour fort. Höher, schneller, weiter. Um den Druck standzuhalten, schluckte er 20 verschiedene Pillen pro Tag. Ich war ständig wie zugedröhnt und wusste nicht, wie lange das noch so weitergehen soll. Time, ein Freund von Avicii erinnert sich in der Doku an diese Zeit. Er war nur noch der Schatten seiner selbst. Das war nicht mehr der Mensch, den ich kannte. Time, 2015 stellte Avicii sein zweites Album, Stories, nach 2 Jahren fertig, nahm sich eine längere Auszeit und verkündete 2016 schließlich seinen Rücktritt. Auf der Partyinsel Ibiza spielte er im August sein allerletztes Live-Konzert. Time, zu Beginn der Doku, blickt Avicii auf diese turbulente Zeit zurück. Es war ein Leben unter Starkstrom. Ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, ob mir das Leben auf Tour auch gefällt. Ich war 8 Jahre ständig unterwegs und nach 4 Jahren fiel mir auf, dass sich kein Gefühl von Zuhause einstellte und mir wurde bewusst, dass ich das nicht mehr wollte. Es war mir einfach alles zu viel. Da habe ich beschlossen aufzuhören, BR.
Time, Tim Bergling galt als schüchtern und zurückhaltend. Als AVCI war er einer der größten Musikgenies der Szene und seiner Zeit.